Stellt euch vor, wir befinden uns in der Nähe von Daytona Beach im US-Bundesstaat Florida. Es ist November 1989 und ein etwa 50-jähriger Mann hält am Straßenrand an, um eine junge, etwas verlottert aussehende Frau mitzunehmen. Was der Mann zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, ist, dass die junge Frau ihn an diesem Tag mit einer Kaliber 22 Pistole erschießen wird. Und der Mord an ihm wird nur der Auftakt einer ganzen Serie sein. Die Frau, die all diese Morde beging, ist Eileen Warners. Man geht heute davon aus, dass Eileen Warners zwischen 1989 und 1990 insgesamt 7 Morde in Florida begangen hat. Man konnte ihr allerdings nur 6 Morde eindeutig nachweisen. Der 7. Mord ist schwierig nachzuweisen, weil die Leiche nicht auffindbar war. Infolgedessen konnte Eileen Warners nur wegen 6-fachem Mord zum Tode verurteilt werden. Am 9. Oktober 2002 wurde Eileen Warners dann durch die Giftspritze hingerichtet. Jetzt ist natürlich die Frage, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wieso bringt eine Frau, in dem Fall ist es ja wirklich besonders, weil die meisten Serienmörder ja tatsächlich Männer sind, warum bringt also eine Frau 7 verschiedene Menschen einfach um? Um das bei Eileen Warners beantworten zu können, muss man sich natürlich den Vorlauf der ganzen Geschichte anschauen. Ihren ersten Mord beging sie erst mit 33, das bedeutet, man hat eine gewisse Vorlaufzeit aus ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend, im frühen Erwachsenenalter natürlich auch, um dann später mit 33 zu diesem Mord zu gelangen. Und wenn man sich den Lebenslauf von Eileen Warners anschaut, dann erkennt man auch eine gewisse Steigerung in ihren kriminellen Handlungen, die natürlich ganz zu Beginn im Kindesalter teilweise schon begonnen haben, und die Kindheit sollten wir uns jetzt an der Stelle einfach mal anschauen. Das Ganze ist natürlich auch insofern interessant, als Eileen Warners mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und Drogenmissbrauch diagnostiziert wurde. Das sind Sachen, die später auf jeden Fall noch eine Rolle spielen werden und die natürlich auch ihre Ursprünge in der Kindheit haben. Und wenn man sich jetzt einfach mal zum Beispiel anschaut, dass Eileen Warners ihren leiblichen Vater niemals kennengelernt hat, dann ist das natürlich schon mal ein Punkt. Und zwar ist der, während sie noch ein Kleinkind war, inhaftiert worden. Und zwar unter anderem deswegen, weil er unter Schizophrenie litt und weil er ja einen sexuellen Missbrauch von Kindern begangen hat. Sie hat ihren Vater also in dem Sinne niemals kennengelernt. Und als sie 6 Jahre alt war, ist zusätzlich auch noch ihre Mutter einfach abgehauen. Und sie hat quasi dann Zuflucht bei ihren Großeltern gefunden, die sie und ihren Bruder dann auch adoptiert hatten. Später stellte sich dann auch noch heraus, dass der Vater in Haft Selbstmord begangen hat, indem er sich aufhing. Nun sollte man meinen, dass sich die Großeltern, wenn sie die beiden schon adoptieren, dann wenigstens gut um sie kümmern. Das war allerdings nicht so. Es war so, dass die Großeltern, besonders der Großvater, dann oft auch zur Prügelstrafe gegriffen haben und das Ganze auch mit so einem gewissen sexuellen Touch, denn sie musste sich vor dem Großvater dann ausziehen und dann hat er sie erst verprügelt. Das Ganze ist dann weiter eskaliert. Es gab dann später auch Vorwürfe, dass er sie komplett sexuell missbraucht hätte, dass auch Freunde des Großvaters sie sexuell missbraucht hätten, und das Ganze ist dann natürlich dann so weit gekippt, dass es dann im Alter von 11, 12 Jahren bei Eileen Warners extreme Auffälligkeiten gab. Zum Beispiel, dass sie sich in der Schule mehr oder weniger prostituiert hat, und das im Alter von 11 Jahren, und sich dann eben Zigaretten, Geld oder Nahrungsmittel für sexuelle Dienste hat geben lassen. Das war anfangs vielleicht einfach nur so ein Ausgleich für die Sachen, die sie zu Hause nicht bekommen hat, also vielleicht auch wirklich zu wenig Nahrungsmittel und so weiter. Auf der anderen Seite war es natürlich für Eileen Warners, als sie gemerkt hat, dass natürlich Männer und ja, Jungs in ihrem Alter sich für sie interessieren, dann genau der Punkt. Sie wollte um jeden Preis Freunde haben, sie wollte um jeden Preis in diese Schulklicke mit dabei sein, sie wollte auf jeden Fall Menschen um sich herum haben, hat aber nicht verstanden, wie sie das ansonsten irgendwie hinkriegen kann. Das heißt, sie hat sich immer wieder mehr oder weniger prostituiert, immer weitergegangen und hat versucht, dann dadurch Freunde und einen Freund eben zu bekommen. Tatsächlich hat sie die Leute aber immer nur weiter abgestoßen, weil natürlich haben sie das ausgenutzt, aber sie zur Freundin haben, das wollte dann im Endeffekt keiner, obwohl sie das natürlich genau so bezwecken wollte. Das heißt, sie wurde immer nur wieder ausgenutzt, hat verzweifelt versucht, irgendwie da Kontakte zu halten, während andere sie dann eben ausgenutzt haben und im Endeffekt dann wieder verstoßen haben. Es gibt ein Interview mit einer früheren Klassenkameradin von Eileen Warners, wo beschrieben wird, dass Eileen wirklich versucht hat, alles Mögliche in Gang zu setzen, eine Party organisiert hat, wo die Leute dann zwar kamen, sie aber von ihrer eigenen Party ausgeschlossen und rausgeschmissen haben. Das ist also einer von vielen ganz, ganz tiefen Tiefpunkten in dieser Jugendzeit von Eileen Warners. Mit etwa 14 Jahren wurde Eileen Warners dann schwanger.
offenbar nachdem ein Freund des Großvaters sie sexuell missbraucht hatte. Und zu diesem Zeitpunkt ist sie dann auch aus der Schule rausgeflogen. Zeitgleich ist die Großmutter gestorben an Leberversagen, was auch so ein Hinweis darauf ist, dass da natürlich sehr, sehr viel Alkohol getrunken wurde. Und ab diesem Zeitpunkt wurde es auch dem Großvater zu viel, sodass er sie dann rausgeschmissen hat. Das Baby hat sie weggegeben und hat dann mehr oder weniger als Prostituierte in der Nähe ihrer alten Heimat gearbeitet und in den Wäldern gelebt. Teilweise ist sie dann zu Tankstellen gegangen, um dort zu duschen, hat also mehr oder weniger ohne Obdach da ihr Leben verbracht. Und das eben im Alter von 14, 15, 16 Jahren. An der Stelle muss man einfach mal zusammenfassen. Der Vater war ein schizophrener Sexualstraftäter, der sich in der Zelle erhängt hat. Die Mutter hat sie im Alter von 6 Jahren verlassen. Bei den Großeltern, wo sie Zuflucht gefunden hat, hat sie ja mehr oder weniger auch sexuelle Traumata erlitten und sich dann mehr oder weniger zu einer Prostituierten entwickelt. Es gibt auch bestimmte Hinweise darauf, dass sie auch mit ihrem eigenen Bruder sexuellen Verkehr gehabt hat und natürlich diese ganze Geschichte dann eben in der Schule. Dann die Missbräuche durch die Freunde des Großvaters und schließlich die Obdachlosigkeit. Das alles vor dem 16. Lebensjahr. Und wie es dann weiterging, das zeichnet sich ja im Prinzip ab. Im Endeffekt kann man sagen, die Borderline-Persönlichkeitsstörung wird sich dann natürlich weiterentwickelt haben. Und im Endeffekt kam es dann immer wieder zu irgendwelchen impulsiven Handlungen, was ja auch ganz typisch für diese Persönlichkeitsstörung ist. Etwa mit 18 Jahren hatte Aline Warners dann die erste Anzeige, weil sie eben mit einer Kaliber 22 Pistole aus dem fahrenden Auto herumgeballert hat und ist eben damit schon erstmals straffällig in Erscheinung getreten. Dazu kam natürlich auch noch der Missbrauch von Alkohol und wahrscheinlich auch eine Menge von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die überhaupt gar nicht erst in Erscheinung getreten sind, die Aline Warners aber trotzdem irgendwie gemacht hat. Also man kann sich natürlich vorstellen, wenn sie sich mit irgendwelchen Leuten prügelt, die auch nicht unbedingt so zum bürgerlichen Milieu gehören, dass die nicht unbedingt eine Anzeige dann aufgeben. Aber im Prinzip kann man davon ausgehen, dass Aline Warners in dem Alter schon sehr viel, ich sag mal, an der Gesellschaft vorbeigelebt hat mit ihren Handlungen. Mit etwa 20 Jahren kam Aline Warners dann nach Florida. Davor war sie im ganzen Land unterwegs. Ursprünglich kam sie aus Michigan, war aber zwischenzeitlich mal in Colorado und so weiter, also im Prinzip am anderen Ende des Landes. Kam dann wieder nach Florida und hat dort einen 69 Jahre alten Yachtclubbesitzer geheiratet. Zu dem Zeitpunkt war sie, wie gesagt, 20 Jahre alt. Nach gerade mal 9 Wochen wurde diese Ehe dann wieder annulliert und zwar unter anderem deswegen, weil Aline Warners sich in den Bars herumgetrieben hat, dort ständig Schlägereien angezettelt hatte und unter anderem ihren Ehemann mit seinem eigenen Gehstock verprügelt hatte. Nach dieser gescheiterten Ehe zog Aline Warners dann wieder nach Michigan zurück und hat dort einfach so weitergemacht wie zuvor. Sie war immer wieder in Schlägereien und in irgendwelche Anzeigen verwickelt, weil sie zum Beispiel einen Gegenstand auf einen Barkeeper geworfen hat, den da am Kopf getroffen hat. Sie hat sich geprügelt, war ständig mit der Polizei im Clinch und gleichen Jahr ist dann eben auch noch ihr Bruder an Krebs verstorben. Sie hat dann von der Versicherung etwa $10.000 erhalten und hat die natürlich auf die gleiche Weise ihrem Lebensstil entsprechend durchgebracht, hat ihn für unnötige Luxusgüter das Geld rausgeschmissen, hat sich zum Beispiel ein Auto gekauft, das sie kurze Zeit später dann ja, gegen die Wand gefahren hat. Im Endeffekt war ständig dann auch wieder mit der Polizei konfrontiert, weil sie natürlich betrunken Auto gefahren ist und so weiter und so fort. So und so ähnlich hat Aline Warners dann die nächsten 5 Jahre verbracht, bis sie 1981 in Edgewater, Florida, dann wegen einem Überfall verurteilt worden ist. Sie hat bei diesem Überfall mit ihrer Kaliber 22 Pistole ungefähr $30 und 2 Packungen Zigaretten geklaut, wurde dafür dann für 13 Monate verurteilt und hat diese dann auch abgesessen. Nach ihrer Entlassung hat sie dann so weitergemacht wie zuvor, hat dann zum Beispiel ein Jahr später versucht in Key West einen gefälschten Scheck einzureichen und sich damit durch Betrug zu bereichern. Daraufhin war sie dann wieder bei der Polizei vorstellig und ein Jahr später ging es dann wieder mit anderen Sachen weiter, wo sie dann zum Beispiel in den Diebstahl von Waffen verwickelt war. 1986 kam es dann dazu, dass sie in einem gestohlenen Fahrzeug aufgegriffen wurde, hat dann sich auch gegen die Verhaftung gewehrt in Miami und die Polizei hat dann eben festgestellt, dass sie einen 38er Revolver dabei hatte und genug Munition. Gleichzeitig hat sie nicht nur das Auto gestohlen, sondern auch dem Fahrer diese Pistole offenbar in den Kopf gehalten. Das waren alles solche Sachen, die weniger
dramatisch ausgegangen sind, aber die einfach ihren desorganisierten Lebensstil gezeigt haben. Sie hat auch nie eine längere Freiheitsstrafe zu Beginn bekommen und vielleicht ist das auch so mit ein Grund dafür, dass sie sich halt immer weiter gesteigert hat. Dazu kam natürlich noch der Faktor des stetigen Alkoholmissbrauchs und eigentlich hätte man zu diesem Zeitpunkt erwarten können, dass Aline Warners immer krassere Straftaten begeht, sich immer weiter steigert und vielleicht dann auch mal für längere Zeit ins Gefängnis kommt. Allerdings hat sich das Ganze erstmal ein bisschen abgekühlt und zwar kam ein stabilisierender Faktor in Aline Warners Leben und zwar eine Frau, die sie 1986, da war sie dann 31 Jahre alt, in Daytona Beach in einer Schwulen- und Lesbenbar kennengelernt hat. Diese Frau war Tyria Moore, das war ein Zimmermädchen in einem Motel und die beiden haben dann eine Beziehung begonnen und sind zusammen in eine Wohnung eingezogen. Das Ganze wurde dann durch Aline Warners finanziert und zwar durch ihre Tätigkeit als Prostituierte und das hat im Prinzip auch immer wieder ja, so den Anlass für Streitigkeiten zwischen den beiden gegeben. Natürlich sind sie auch dann immer wieder zusammen ausgegangen und haben getrunken, da kam es dann wieder zu irgendwelchen Schlägereien. Es gab immer wieder irgendwelche Befragungen oder kurzzeitige Verhaftungen wegen irgendwelchen Schlägereien, aber im Großen und Ganzen hat Tyria Moore Aline Warners doch relativ gut stabilisiert. Man muss dazu sagen, dass Tyria Moore auch nicht aus solchen krassen Verhältnissen kam. Sie war zwar auch nicht besonders integriert in die Gesellschaft und hat auch nur so einen wirklich schlecht bezahlten Job und keine gute Ausbildung gehabt, aber im Endeffekt hat sie für ihr Geld gearbeitet und war längst nicht so in kriminelle Sachen verstrickt, wie Aline Warners das im Prinzip ihr ganzes Leben schon war. Von daher war es eigentlich ein relativ stabilisierender Faktor. Das Problem an der ganzen Sache war nur, dass Aline Warners immer den Eindruck hatte, sie muss etwas tun, um Tyria Moore bei sich zu behalten, um ihr ein gutes Leben bieten zu können, um ja, finanzielle Unabhängigkeit ihr bieten zu können. Und aus dieser Einstellung oder aus diesem Gedankengang heraus ist dann bei Aline Warners etwas passiert, was sie bei ihren kriminellen Handlungen vorher noch nie hatte, nämlich dass ihr das Geld, was sie so abgegriffen hat, nicht mehr gereicht hat. Zu Beginn war es ja so, sie hat immer irgendwie ja, bestimmte Sachen, bestimmte Tätigkeiten gemacht, aus einem Impuls heraus gehandelt. Sie wollte jetzt diese $30 und die Zigaretten, also überfällt sie den Laden, das hat sie einfach so gemacht. Das hat ihr an der Stelle nicht mehr gereicht. Also dieses pure aus der Hand in den Mund leben hat nicht mehr gereicht, sondern sie wollte Reichtum anhäufen. Das bedeutet, sie hat auch bei den Opfern, die sie danach dann überfallen hat, versucht so viel wie möglich rauszuschlagen und dabei sind dann eben die ersten Morde passiert. Dazu muss man sagen, dass sich, bevor der erste Mord sich abgezeichnet hat, schon eine gewisse andere Destabilisierung stattgefunden hat, nämlich Tyria Moore ist eben auch in diese Richtung abgedriftet, ist ihrem Job nicht mehr nachgegangen. Die beiden haben dann mehr oder weniger auch so auf der Straße beziehungsweise eben in irgendwelchen Bars dann übernachtet, sind durchs Land gezogen, haben in Motels geschlafen und das Ganze war also mehr oder weniger wirklich genauso wie Aline Warners Leben zuvor auch schon war. Und diese Gier oder diese Angst eben auch, dass Tyria Moore sie verlässt, wenn sie ihr nicht einen bestimmten Lebensstil bietet, das geht also wirklich auch perfekt Hand in Hand mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung, diese große Angst, alleingelassen zu werden, sodass Aline Warners dann mehr oder weniger aus ihrer Sicht heraus fast schon gezwungen war, irgendwelche gravierenderen Straftaten zu begehen, um halt mehr Reichtum anzuhäufen. Das Ganze war im Prinzip aus ihrer Sicht relativ einfach. Sie war ja eh stets bewaffnet und hat dann eben bei den Freiern oder ja, diesen Männern, die sie eben als Prostituierte anwerben wollten, versucht, da eben noch mehr Geld rauszuschlagen, hat die überfallen und im Endeffekt auch zumindest dann im ersten Fall behauptet, dass sie sich verteidigen musste gegen diesen Mann, der war zufälligerweise sowieso ein verurteilter Sexualstraftäter und sie hat dann im Nachhinein behauptet, sie hätte sich nur zur Wehr gesetzt, sie hätte aus Notwehr gehandelt. Dummerweise hat sie diesen Mann eben mit mehreren Schüssen getötet und das Ganze gilt natürlich genauso auch für die weiteren Opfer. Sie ist da von ihrem Modus eigentlich nicht abgewichen, hat das dann immer so gemacht, hat tatsächlich dann eben die Leute mit bis zu 6 Schüssen hingerichtet quasi und dann ausgeraubt, das Auto gestohlen und so weiter und so fort. Das alles eben um den Lebensstil mit Tyria Moore zu finanzieren und aus dieser Angst heraus, dass sie sie bloß nicht verlässt und wahrscheinlich dann auch, weil das Ganze deutlich dysfunktionaler geworden ist. Das heißt, sie haben auch immer mehr getrunken, das Geld war sowieso knapp. Die haben ja beide nie gelernt, wie man mit Geld umgeht, haben das also rausgehauen, wenn sie es hatten. Und Aline Warners hat dann eben quasi wieder Morde und Überfälle begangen, wenn wieder Geld gebraucht wurde. Im Juli 1990 wurde Aline Warners dann verhaftet. Das Ganze ist einfach so abgelaufen, dass sie und Tyria Moore in einem der Fahrzeuge gesehen wurden, dass
einem der Opfer gehört hat. Und das hat dann natürlich durch die Zeugenaussagen zu einer Beschreibung geführt und durch die Medienkampagne, die dann gestartet wurde, wurden die beiden dann relativ schnell gefasst. Im Rahmen der relativ lang andauernden Gerichtsverhandlung wurde Eileen Warners dann letztlich zum Tode verurteilt wegen sechsfachen Mordes. Den siebten Mord konnte man ihr aufgrund des Fehlens der Leiche dann nicht nachweisen. Man geht aber davon aus, dass dies auch war. Und Eileen Warners hat dann gegen die Todesstrafe auch nochmal Beschwerde eingelegt bzw. ein Gnadengesuch eingereicht. Das wurde allerdings abgelehnt und im Zuge dessen hat sie dann auch angegeben, dass sie das eigentlich nachvollziehen kann, weil sie jederzeit eigentlich wieder morden würde. Sie hat eigentlich genau das bestätigt, was man immer vorgehalten hat, nämlich dass sie einfach nur aus purer Habgier und willkürlich gemordet hat und das jederzeit wieder tun würde. Das soll es gewesen sein an der Stelle. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis dann.